Jugendknast, Jugendknast. Also die Leute haben sich nicht getraut, hier rumzufahren. Du bist hier angeschossen worden. Nee, da war der Friedenstisch. Ja. Und da war der Schuss. Zigeuner kann nichts runterziehen. Das ist wirklich Ghetto-Polizei, ist oft hier. Er ist der Einzige, der hier rausgekommen ist und was Vernünftiges geworden ist. Was geht ab, meine echten? Herzlich willkommen zu einer neuen Hood-Episode hier auf meinem Kanal. Heute haben wir einen besonderen Gast, ausgezeichnet durch verschiedenste Gürtel und Street-Credibility-mäßig definitiv approved. Mahmoud Shah. Wie geht's, Bruder? Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich gehe erstmal hoch. Einer, der so groß ist oder vielleicht größer als ich. Das haben wir selten in der Hood-Folge. Wir sind heute hier nach Gelsenkirchen gekommen. Der Mahmoud wird exklusiv heute über sich, seine Geschichte, seine Hood berichten von einer Perspektive, die mit Sicherheit noch nicht viele von dir gesehen haben. So viel kann man sagen. Er hat jetzt auch seinen eigenen YouTube-Kanal, den solltet ihr unbedingt auschecken. Ist unten verlinkt. Da kriegt ihr für viele von den Stories, die wir hier erzählen, in der nächsten Zeit noch Insider-Berichte. Und checkt das auf jeden Fall aus, Brudi. Vielleicht willst du den Leuten auch noch was sagen, bevor wir hier loslegen. Ich freue mich sehr, dass mein Bruder in meiner Stadt ist. Für viele ist das nicht zu verstehen, warum ich manchmal auf der falschen Bahn war. Aber der Eindruck hier von meiner Straße und wie ich aufgewachsen bin, wird vieles erklären. Von der Straße zu den Sternen. Im Ruhrgebiet, das kennst du ja selber als jemand, der im Ruhrgebiet aufgewachsen ist. Ich bin ja in Sauerland aufgewachsen, praktisch Grenze zum Ruhrgebiet. Ne? Hagen, Dortmund waren so bei mir die nächsten Städte. Außer jetzt sage ich mal in Dortmund, wo es viele Hochhaussiedlungen gab, ist es ja sonst so, im Ruhrgebiet gibt es viel diese alten Arbeitersiedlungen. Das sind alles zweistöckige Gebäude, aber die sind sehr heruntergekommen und zeigen im Grunde genommen das, was hier früher gewesen ist. Früher gab es hier viel Industrie, viel Arbeit für die Menschen. Viele Gastarbeiter sind hier hingekommen. Nach der Zeit wurden alle Industriestellen geschlossen, Bergbau ging zu und was weiß ich. Viele geflüchtete Leute kamen auch hier hin, aber die Leute trotzdem viel Herz bewiesen haben und auch für ihre Hood gestanden haben mit all den Problemen, die es halt hier gab. Ne, habe ich das richtig erzählt so? Besser kann man das nicht erklären. Okay. Wir sind hier hin, 1990, erst habe ich in Berlin gelebt. Okay. Dann sind wir hier ausgewandert nach Gartenberg, in ja. Die Hut, nach Gelsenkirchen. Ja. Das war eine ganz andere Siedlung und es hat sich ein bisschen verändert. Aber ich habe viele bekannte Gesichter schon gesehen. Ja, wir haben gerade angefangen zu drehen und man muss tatsächlich sagen, so jeder zweite, dritte oder vielleicht sogar jeder hält hier an und sagt, ey, wie geht's dir, wie geht's deinem Bruder und so, alles gut, ne? Mein so. Bruder hat hier schon viel geleistet und deswegen ist mein Bruder sein Name ein Branding hier auf der Straße. Wie du gerade gesehen hast, da wird direkt schon um Gold und Diamanten gehandelt. Ja, hier sind halt auch viele deutschstämmige Sintis, glaube ich, sind hier, ne? In der Ecke auch, ne? Mit euch Arabern, glaube ich, habt ihr euch auch irgendwo immer in der Hood hier sozusagen arrangiert, ne? Habt ihr alle ein bisschen auch zusammengehalten, ne? Natürlich, wir Araber sind Händler, die deutschen Zigeuner sind auch Händler und ja. Die Jugoslawen sind auch auf jeden Fall Händler und die Deutschen, die haben auch gelernt zu handeln. Ja. Wir haben mit allem gehandelt. Alles, was zu verkaufen ist, hat man verkauft. Ja, wir wollten nur überleben. Ich glaube nicht, dass hier Leute einen deutschen Pass besitzen. Ja. Ich bin seit 30 Jahren hier in Deutschland, habe noch immer nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, aber ich habe jetzt mittlerweile die unbefristete Aufenthaltstitel. Glückwunsch. Immerhin schon mal der Anfang. Wie ihr seht, aber wie ich dir gerade erklärt habe, schaut euch mal unsere Kellerfenster an. Ja. Die sind alle komplett zu. Ja, warum? Es gab einen Grund für die Einbrüche. Da unten sind Wäsche, ja, da haben wir alle Sachen gelagert, verschiedene Sachen gelagert. Oben habe ich gelebt. Ja, das sind auch noch die ganz einfachen Fenster, ne? Das sind so, war ja, bestimmt im Winter auch gut kalt, ne? War sehr kalt, da gibt es keine Heizung drin, sondern wir hatten Ofen. Ofen? Ja, Ofen, ja. Wo wir Holz reintun. Jetzt sind Klingeln hier an den Häusern. Circa vor 2 Wochen haben wir gedreht, da waren keine Klingeln. Also der Bürgermeister von Gelsenkirchen hat dich erhört. Weil die Leute anonym leben. Okay. Wenn die Post kommt, schaut euch mal, die Post konnte noch nichts mehr einwerfen. Die haben die Briefe hier vor der Tür geschmissen. Hier war genau der Kreis, wo wir Jugendlichen uns getroffen haben, uns hier auch geschlagen haben, wem halt diese Ehre ja gehört. Wir waren die ersten Flüchtlinge aus dem Libanon. Hier waren viele Libanesen. Ja. Und da siehst du noch die alten Wohnwagen. Ja. Ich kenne ja einige Sintis, die zwar eine Wohnung haben, aber zum Schlafen gehen sie immer noch lieber abends in den Wohnwagen. Hast du das auch hier bei Nachbarn erlebt? Ja, natürlich, weil das sind alles Siedler, die fahren mit ihrem Wohnwagen. Die haben ihre bestimmten Orte, wo die ganzen deutschen Zigeuner sich treffen und dort ihre Geschäfte zu machen. Ja. Die leben eher von dem Wohnwagen als in der Wohnung.
Und das meinen wir nicht respektlos, sondern wir schicken mal einfach viele Grüße an all unsere Sinti-Bekannten da draußen raus. Kennen auch viele Schausteller und so. Ne? Teilweise auch sehr gute und loyale Leute darunter. Ne? 100% viele Prallers von mir. Ja, genau. Du musst dir jetzt mal vorstellen, die Mau Mau. Warum hat man die Mau Mau genannt? Hier gibt es keinen Ausweg mehr. Dort drüben gibt es keinen Ausweg mehr. Mhm. Und dort gibt es keinen Ausweg mehr. Die ganze Kirche Katernberger Straße, Mau Mau Spiel. Okay, okay. Hier wurde oft gespielt. Aber Spiel ohne Regel. Okay, ich verstehe. Für so einen jungen Menschen wie dich, sag ich mal, hast du da so das Gefühl gehabt, dass du überhaupt in der Gesellschaft angekommen bist? Oder ist dieser Ort hier auch, wie du, man sagt ja so schön, so ein Mikrokosmos? Wenn du hier lebst, deine Gedanken gehen überhaupt gar nicht über das Viertel hinaus, sondern du bist einfach, gerade wenn du jung bist, bist du nur hier drin und du kennst gar nichts anderes als, sag ich mal, so die Gewalt und Verwahrlosung und was weiß ich, die man hier so erlebt. Also ja, es wird ja viel in den Medien geschrieben über Clanfamilien und arabische Großfamilien und Clans. Ja. Natürlich bin ich auch in dieser Familie aufgewachsen. Ja. Das Problem ist, du kommst hier hin, du wirst vom deutschen Staat unterstützt. Vielen Dank erstmal dafür, dass sie uns erstmal aufgenommen haben, das deutsche Volk uns auch die Chance gegeben haben, ein Dach über Kopf zu haben. Damals, uns ging es nicht gut, bei uns gab es kein Geld, sondern nur Caritas-Scheine, nur AWO-Scheine. Da gab es diese ganzen Caritas-Klamotten. Ja. Ich bin immer mit zerrissenen Klamotten oder gebrauchten Sachen in die Grundschule gegangen. Welcher deutsche Schüler wollte sich neben mir hinsetzen? Wer wollte denn jemals mit mir zu tun haben? Ja. Ich hatte keine Spielsachen, ich konnte noch nicht mal Leute zu mir nach Hause einladen oder Schulfreunde einladen, weil 6 Geschwister in ein Zimmer hocken. Das war und ist nicht möglich. Ist nicht möglich, sich zu integrieren. Ich hatte keine Schulfreunde gehabt, ich habe keine Jugendfreunde gehabt. Die einzigsten Freunde, die waren, war die Straße. Die Jungs hier aus der Straße, ne? Die Straße war mein einzigster Freund. Ich sage da einmal, Frau Heukaba, euch reden. Ja, Schuka. Schuka. Schuka ist schön. Schön, wie geht's dir? Ja, weißt du. Wer vernünftig lebt, lebt immer gut. Lebt immer gut. Hast du ein bisschen länger hier, die Straße? Hier hat keine Arbeit. Okay. Hier sind die Leute alle Händler. Händler heißt in diversen Geschäften von A bis Z. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber was man verkaufen kann, wird hier verkauft. Und wie bist du selber auch so in diese Schiene dann sozusagen reingekommen? Also, dass du selber auch dann sozusagen irgendwo zu den Leuten, die gehasselt haben, sagt man ja so schön auf Englisch, gekommen bist, die praktisch auch versucht haben, alles irgendwo zu Geld zu machen, wie auch immer, damit man halt überleben kann. Mein Bruder hat hier eine Führungsposition. Ja. Ich war noch zu jung ein bisschen. Ich habe die Sachen für die Großen erledigt. Okay. Damit die Großen nicht in Haft reinkommen, waren wir 6-7 Jungs, wir wurden zu Kampfmaschinen geformt. Verstehe. Um etwas zu machen, damit die Großen nicht eine große Strafe kriegen, weil wir als Jugendliche keine Strafen kriegen. Wenn du hier wieder siehst, nichts anderes, Fenster zu, guck dir da an. Ja. Wenn du da hinkommst, da darf keiner wohnen. Wegen Verkauf, dass man nicht aus dem Fenster was verkaufen kann oder einfach, oder gibt's so? Schweigen ist Gold. Okay. Hier wurden zu Opferfest Schafe gebracht, hier wurde geschlachtet und Fleisch verteilt an die Armen. So wohnen die Menschen. Und ich glaube nicht, dass das hier eine große Hilfe für Integration ist. Das sind immer noch die alten Fenster von 1960. Security House. Ach so, okay. Das heißt, die brauchen ein eigenes Security House, um den Bereich sozusagen zu sichern. Ja, es gibt, also in jedem Viertel gibt es ein Security House. Oh, okay. Weil nachts gibt es keinen Schlaf. Du siehst hier, dass die Leute, wie die hier leben, und die kriegen hier so einen Job. Manche wollen die volle Sicherheit haben und danach wird komplett zugemacht. Also, ja. Ciao. Gib Gas, immer Gas geben. Diese Immobilie war mal hier ein Nachtclub. Ist anders als andere Nachtclubs. Okay, ich sehe, die rote Farbe sagt wahrscheinlich schon alles. Da gab's nicht Einlass ab 18, sondern da gab es nur Einlass, wer Geld hat. Okay. Und wenn wir Jugendlichen Geld hatten, war es kein Problem, in den Nachtclub reinzukommen. Da gab es hier so viele Schusswechsel mit vielen Leuten. Ja. Jeder wollte seine Frauen drin haben, jeder wollte das haben. Okay. Der Wirt ist dann auf einmal verschwunden. Okay. Und dann war der geschlossen. Aber es ist aber wieder fit aus. Ja, weißt doch, Zigeuner kann nichts runterziehen.
Bist du auch Zinto? Nein, ich bin Albanerin. Albanerin, schon geboren, ich verstehe. Mir, danke, mir, ja. Eine du musst Libanesin. Eine Runde fliegen. Was hast du in den 60 Jahren hier erlebt? Alles, was? Alles Mögliche, alles durchgemacht hier. Alles, ne? Hier ist immer alles. Was von Silvester jeden Tag bis... Immer das Gleiche hier. Er ist der Einzige, der hier rausgekommen ist und was Vernünftiges geworden ist. Ich bin der einzigste Sportler, der Weltmeister geworden ist mit zwei künstlichen Hüften. Ja, aber warum? Auch wegen alles. Der Anschießerei, ne? Wegen nein, der Anschießerei? Nein, Schieß war im Bauch. Das hat nichts mit den Hüften zu tun. Ich war da an der Straße, ne? Ich habe bei den Türken gearbeitet, wo du gegessen hast. Krass. Ich war da an dem Tag. Ich habe die ganzen Krankenwagen, die ganze Polizei und alles gesehen. Das war so heftig. Ach, du warst da, wo er war, an dem Tag, ja, hast. Ja. Ach so, krass. Und ja, da fahren wir auf jeden Fall auch gleich noch hin. Altendorf, ne? Aber interessant. Ja. Ja. Ich sag dir, mein Junge, ich muss holen, mein Essen ist oben. Ja, ja. Du hast dein Essen. Leute. Ja, kennst doch, ne? Kinder, alles Gute für die Gesundheit, ja? Ja, und danke. Es ist auf jeden Fall hier eine ganz coole Sache. Ja. Die Frau hat zwei Söhne. Ja. Der eine ist ein bisschen abgehauen, der musste hier Gelsenkirchen verlassen. Ja. Es war nicht so das, was man jetzt so sieht. Jetzt sind alle so ein bisschen nett und freundlich. Ja, das war schlimmer hier, ne? Ich wollte gar nicht hierher ziehen. Hier war Brennpunkt. Ich wollte gar nicht hierher ziehen, das war für mich so schlimm. Wir mussten aber, weil ich habe keine Wohnung gefunden. Ich habe in Essen gewohnt und wir hatten so viel Schimmel und ich habe da gerade ein Baby bekommen und dann war im Schlafzimmer Schimmel und wir mussten da raus. Dann war das hier zwangsweise, weil ich gekündigt hatte und keine Wohnung hatte und dann kam ich hier hin. Ich habe erstmal geheult. Ich so, wo bin ich hier? Was sind hier für Leute? Polizei ist oft hier. Ja, jetzt jeden schon? Tag. Ja, kommen die jetzt Kontrolle machen? Hier ist immer was los, ja. Hat sich das geändert? Die kloppen sich auch immer. Nein, das hat sich nicht geändert. Das hat sich nicht geändert. Polizei ist oft bei uns hier. Bei uns kam nie die Polizei damals. Aber die also Polizei hat das jetzt hier im Griff. Also hier passiert nicht mehr so viel. Das ist das Gott Ding. Sei Dank. Das ist wirklich Ghetto, wenn du kennst das ja. Gestern habe ich mit den Kindern einen Spaziergang gemacht, bin da lang gelaufen, habe gesagt, wie die Häuser hier aussehen. Das ist so gruselig. Würde ich nicht alleine machen. Ne? Also mein Mann war dabei. Ja. Aber ich würde es nicht machen so. Ja. Das ist so heftig. Ist schöner, sag dir eins. Das ist schöner geworden als damals. War noch schlimmer? Natürlich. Ja. Wir machen hier, was wir wollen, ne? Das ist so der Vorteil. Also wir wohnen hier oben und der ganze Garten haben wir jetzt schön gemacht und so. Ja. Wir haben jetzt zwei Kinder, wir sind mit einem Kind hierher gezogen. Prala, wie geht's? Wie geht's hier? Okay, YouTube ist meine Kleine. Okay. Alles tschüss. Okay, alles gut. Ich wünsche dir Erfolg. Danke dir. Ja, hier gab es Hundekämpfe und hier haben die älteren Leute sich dann immer abends eine Flasche Bier aufgemacht und haben dann ihre Wette gemacht. Da gab es auch Hahnkämpfe, ehrlich gesagt. Hahnkämpfe, jetzt, die haben hier extreme Sachen gemacht. Ja. Wurde das jemals mal von der Polizei oder Ordnungsamt aufgelöst oder? Ach nein. Nein? Okay. Nein. Einfach durchgezogen. Wurde komplett durchgezogen. Okay. Du siehst selber, hier gab es einen Garten. Die Leute entscheiden selber, wer sein Gartenstück hat. Ah, okay. Die machen eigene Grenzen. Ja. Und der was zu sagen hat, hat auch das größte Stück bekommen. Ich verstehe, okay. Ja. Viele Wohnwagen auch wieder, ne? Überall. Ja, ja. Das Haus sieht auch das Haus da aus. Also dieses ehemalige 30A. Ja. Das war das AWO-Zentrum mit Caritas, die ganzen Kleidung. Und hier gab es jeden Samstag, wo wir alle hingekommen sind, da gab es Kleiderstücke für uns, Sachen. Weltmeister im Kickboxen bin ich für Deutschland geworden. Meine ganzen Amateurerfolge habe ich für Deutschland geholt. Ja. Das ist mein größter Dank für das Land, das mir ein Dach über den Kopf gegeben hat, das mir auch sogar eine Chance gegeben hat, im Leben anzukommen. Ja. Aber du siehst ja halt auch... Das Einzige, worüber die geredet haben, war, dass du keinen Pass hattest. Ne? Traurig aber war, dass die Leute manchmal denken, dass wenn jemand sowas so ernst sagt wie du und wenn du das so oft, wie du das schon gesagt hast, sowohl in den Medien wie auch zu mir, traurig, dass es immer noch so viele Leute da draußen gibt, die das wirklich anzweifeln, diesen Dank, den du an Deutschland aussprichst, dir nicht abzunehmen, weil ich nehme dir den hundertprozentig. Aber ich bin meinen deutschen Fans sehr, sehr treu und meine deutschen Fans halten zu mir, sind auch glücklich darüber, dass ich auch das deutsche Volk immer, ich bin so ein deutscher Patriot. Ja. Ich muss aber wirklich sagen, nur das eine Problem sage ich immer wieder, ein Stück Papier entscheidet nicht über mein Gefühl. Ja. Ich musste hier raus. Ja. Ich wollte raus aus dieser Ghetto, aus dieser Area, aus dieser Gegend. Ja. Und da hat mir nur eins geholfen, der Sport. Ja. Weil der Sport hat mir eins gegeben. Der Sport hat nur die Leistung gezählt. Wir waren so verschieden. Da hat es nicht gesprochen, ob jemand Geld hat oder reich ist oder arm ist. Ja. Da hat nur die Leistung gezählt. Und der die beste Leistung gebracht hat, hatte Anerkennung. Mhm. Und deswegen war für mich der einzigste Weg, Erfolge im Sport zu erzielen. Und dieses Herz und diesen Mut habe ich hier auf der Straße mir eingeholt.
Das habe ich nicht beim Training oder bei den Amateurkämpfen mir eingefangen, sondern das habe ich komplett hier auf der Straße. Ja. Und das war die einzigste Möglichkeit damals, 2005, wirklich von der Straße rauszukommen und in die Gesellschaft reinzukommen. Ja. Wie geht's? Kennst du mich noch? Ja, wie geht's dir noch? Hä? Ich film dich gleich, Bruder. Oh. Zeig ihm mal, wie du boxst. Zeig ihm, wie du boxst. Zeig mal, wie du boxst. Zeig. Fäuste zu. Es gibt auch eine schöne Erinnerung. Im Leben ist ja nicht immer alles schwarz. Ne? Hier war eine ältere Dame und ein älterer Herr. Die haben sich sehr um uns auch gekümmert, um uns Jugendlichen. Die sind, glaube ich, immer arbeiten oder haben ihr Rentengeld für uns ausgegeben. Ja. Und haben uns mit Schokolade und Kuchen glücklich gemacht. Okay, ja. Sie haben uns jetzt kein Bargeld gegeben, aber die haben für uns gebacken. Schön. Und alles. Ja. War wirklich eine sehr, sehr schöne Erinnerung hier. Wahrscheinlich verstorben inzwischen, ne? Ja. Dieser Viertel, man hat hier gutes Geld verdient. Ja. Ne? Ja. Hier wurde Geld verdient, ohne dass jemand spricht und jemals was gesehen hat. Ja, okay. Ja. Die Hut schweigt sozusagen, ne? Ja, weil das allen gut ging. Hier war so wie Robin Hood-Style. Ja. Weil wirklich gesagt, die Älteren haben alle Geld gemacht und die haben alle hier gefördert. Okay. Manchmal haben die alle eingekauft, Brot und so, und haben verteilt. Ja, ja, ja. So ist das Leben. So geben das und Leben. Nehmen. Ja. Gut, ja, jetzt haben wir uns hier deine Hut, dein Viertel praktisch angeguckt. Und jetzt als nächstes gehen wir zur Tankstelle oder was? Wir gehen jetzt zu der DEA-Tankstelle. Ja. Auch Rivalen werden Freunde. Ja. Also hier, wir haben uns mit der verschiedenen Jugendgang angefreundet und wir sind dann zu der Tankstelle gefahren. Ja. Weil das war die Grenze zu Essen. Ja. Da gab es andere rivalende Jungs. Ja. Und das war eine sehr gute Stelle, um Geld zu verdienen. Die Tankstelle war, ist eine berüchtigte Tankstelle, kannst du googeln. Ja. Man kann viel über die lesen. Ja. Das war der Next Level. Okay, dann werden wir uns die jetzt anschauen und danach gehen wir dann auch noch dahin, wo du natürlich, sag ich mal, ja, was ein Erlebnis hattest, was natürlich auch in der Presse war, ne, was für dich persönlich auch etwas war, was ein Rückschlag war, den du aber dann stärker als die meisten Menschen überwunden hast. Das ist noch das, wo du dann angeschossen wurdest. Da würde ich sagen, gehen wir dann nach der Tankstelle hin. Ne? Ja. Okay, Leute. Die einzigste Bushaltestelle, die uns in die Zivilisation reingefahren hat, war diese Bushaltestelle. Der einzigste Bus, der hier kam, war die, wie heißt der, 102, glaube ich. Ja, ja. Und da kannst du mal sehen. Ja. Das ist der einzigste Bushaltestelle, die hier fährt. Wir haben uns immer den Knast angeschaut. Okay, der Knast ist direkt gegenüber, ne? Ja, der Knast ist direkt da. Ja. Jugendknast, Jugendknast. Also das ist der Knast von Gelsenkirchen. Wir haben uns vergrößert damals mit der Gang von einem Viertel in den anderen Viertel. Wir haben dann diesen Viertel waren wir hier öfters. Ja. Das war die berüchtigte DEA-Tankstelle. Darüber hast du schon viel auch auf meinem Video erzählt. Ja. Kommt der ja Arman hatte mir das gesagt. Dass ganz da genau. Ich will jetzt nicht so viel erzählen, aber diese DEA-Tankstelle ist auf jeden Fall ein Auge gewesen für die Polizei. Ja. Weil hier wurden die ganzen Geschäfte gemacht. Das ist hier Gelsenkirchen, Katernberg. Von dort oben kamen die ganzen Straßen. Auch wieder so eine Kreuzstraße, hier wurden die meisten Geschäfte gemacht. Ja. Und damals mit den Jugendlichen sind wir dann hier hingekommen, haben die anderen vertrieben und haben uns hier platziert. Ich habe gelernt, schnell erwachsen zu werden. Ja. Sehr, sehr schnell. Ich habe keine Jugend gehabt, keine Kindheit gehabt. Das war aber drüben in der Hut gewesen, ne? Das war bei mir in der Hut gewesen. Ja. Ich hatte zwei Tage vorher mich mit zwei geprügelt gehabt, beide geschlagen gehabt und den Viertel übernommen gehabt, sagen wir mal so. Ja. Am dritten, vierten Tag haben sich dann Leute zusammengetan zum Vertragen. Ich kam von der Schule, dachte, es wäre alles schön und da wurde ich in eine Falle gelockt. Ja. Ja, da sind viele Leute auf mich draufgegangen. Okay. Und da wusste ich, ich muss mich verbessern und steigern. Ja. Und somit habe ich mit Kickboxen angefangen. Ah, okay, das ist auch interessant vielleicht zu wissen, ne? Ja, die Tankstelle war berüchtigt hier für Drogenhandel, Waffenhandel, Gold. Hellereiware. Ja. Also hier wurde alles gemacht. Davon haben wir Jugendlichen nicht mitbekommen. Wir haben das andere gemacht für die Großen. Wir haben zugeschlagen. Ja. Die Großen haben uns dafür immer Geld gegeben. Ja. Alle haben wir schon mit. Ja. Die Bullen waren Tag und Nacht hier. Okay. Ja. Und hier waren voll, voll. Okay. Bis er hier alles gesperrt hat. Ja. Das hat der alles gemacht, wenn ich sitze hier. Und damals war wahrscheinlich auch noch nicht Kameraüberwacht, oder? Ja, die funktionieren gar nicht. Die funktionieren nicht. Okay. Ja. Immer nicht, ne? Ja. Immer noch nicht. Guter Punkt für viele Leute. Die Kamera funktioniert nicht, nein. Okay. Auf jeden Fall
er kann auch bestätigen, ich war immer ein Kämpfer. Ja. Ich habe vieles hinter mir und der weiß selber, dass wir Jugendliche, wir die erwachsenen Leute, das die meiste Drecksarbeit gemacht haben. Und, aber die Großen haben sich auch um uns gekümmert. Stimmt. Also die Leute haben sich nicht getraut, hier rumzufahren. Okay. Warum? Einfach so, weil alles, hier alles unter Kontrolle war? Alles kriminell war. Und ja. Alles. Wenn eine Schläger ist, das versammeln sich nicht 5 Mann oder so, mhm. Hunderte. Okay. Und wenn die Polizei kommt, mit 100 Mannschaft. Okay. Die kommen nicht mit einem Auto. Da gibt es ja einige Videos so aus. Wenn die hören Katernberg, dann ist vorbei. Okay. Ja. Und er weiß selber auch, ich hatte so meine Jugendlichen und meine Verwandten dort aus Katernberg, wir sind dann immer hier hingekommen. Zur Parole, zur Unterstützung der Brüder. Ja, genau. Wenn einer anruft, dann hast du ganze Horde hier, ganze Armee. Ja, ja. Kommt auch, weil es sind auch Zigeuner hier. Ja, genau. Waren wir gerade. Ja. Und deutsche Zigeuner hast du ja gesehen, gerade im Viertel. Genau. Ja. Wir haben uns alle zusammengetan gegen Fremde. Ja. Und da ging es nicht. Aber was wollten die Fremden, wenn die was wollten, wollten die, sagen wir mal, in den Markt sozusagen manche, auch mit reinkommen? Ne? Manche waren so neidisch. Sie waren, weil die hatten hier alles. Mhm. Die hatten alles. Dicke Autos, Geld. Ja. Ja. Das war die anderen waren kamen von anderer Stadt. Ja. Leute kamen von anderer Stadt und sind hier hoch und runter gefahren in Katernberg. Wie lange hast du gesessen? 4 Jahre. Vier Jahre, okay. Wo? Ich saß in Essen 2 Jahre U-Haft. Ja. Und 2 Jahre in Bielefeld. Okay. Bielefeld geschlossen oder offene? Offene. Okay. Ja. Ja. Da ist das ganz Leben. Okay. Bielefeld ein bisschen Urlaub so ja. Offen. Ne? Aber ist auch ein Knast. Ist ja, Knast ist Knast für den Kopf. Man ist behandelt wie letzte Dreck. Ja, ja. Gehst arbeiten. Ja. Für 1 Euro die Stunde. Aber jetzt straffrei, ne? Ja, jetzt schreibt noch Bewährung halt. Gott sei Dank. Okay, noch wann ist Bewährung vorbei? Noch 1 Jahr. Noch 1 Jahr. deswegen sage ich euch immer auch, guck mal, deswegen mache ich auch momentan diese Schulbesuche, was ich gesagt habe. Ja. Weil es ist immer nicht schön zu sagen, immer Gangster, weil ihr wisst alle nicht, was Gangster ist und was wirklich Straße ist, wie man aufgewachsen ist. Ich sage euch nur mal eins, wenn ihr die Möglichkeit habt, heute zu arbeiten und eure Ausbildung zu machen, macht das, glaubt mir. Ja. Ihr seid vielleicht sind welche nicht geboren für die Straße, sagen wir mal so. Und im Knast war ich auch schon oft das. Ich kann euch nur sagen, das ist kein schönes Leben dort. Sinnlose Zeit, die ihr da absitzt. Und ihr denkt nach, was hätte man anders machen können. Ne? Mhm. Denkt daran, von der Straße zu den Sternen, sucht euren Job, sucht eure Leidenschaft. Das bringt nichts. Jeder kann es schaffen. Der Katernberger Markt war einer der berüchtigtesten Viertel oder der beliebteste Viertel, der Katernberger Markt. Hier aber waren schon Verwandte von uns, die haben das schon hier regiert und wir sind dann immer hier hochgekommen. Ja. Hier waren viele marokkanische Brüder, viele libanesische Familienangehörigen und türkische Brüder. Ja. Wir sind dann hier gekommen und haben dann auch zu denen gehalten. Ja. Und wenn das für die gebrannt hat, manchmal hat es auch untereinander gebrannt. Okay. Ich sehe es sehr sozial schwach, ne? Also vorne ist wie so eine Sozialstation irgendwie, ne? Siehst du? Ja, wie der eine da auch und so. Ich glaube, also so tagsüber treffen sich wahrscheinlich so auch viel die Alkoholiker und so ganz abends hier, ne? Abends so ab 20 Uhr, 21 Uhr fangen die Geschäfte an. Ja, ich habe hier oft kämpfen gelernt. Mhm. Ich habe mich hier so oft geschlagen. Ja. Ja, und das. Das prägt einen, wenn man wieder hier ist und sich an diese Erinnerung hat und diese ganzen ich muss lachen, Gedanken hat. Ich weiß, der ist noch immer am Tanzen. Aber du siehst, egal wie die Zone ist, die Menschen sind glücklich, die tanzen noch immer. Ja, Mann. Ja? Man soll das positiv sehen, der ist am Tanzen, der ist glücklich mit seinem Leben und das ist das, was zählt. Ja. Solange man noch tanzen kann, hat man keine Probleme. Das stimmt. Kannst du uns ein bisschen was noch erzählen so zu deinen Haftzeiten und was du da, du hast ja viel durch auch so mit Haftjustiz und so. Ja, ich war mit 16 schon Türsteher. Ja. Also ich war schon mit 16, habe ich an der Türe gearbeitet. Mit 16 wurde ich abgestochen in Holland in einer Diskothek. Ja. Ja, so, ich habe schon ich habe schon öfters die Bekanntschaft gemacht mit Metall. Okay. Sagen wir so. Deine längste Zeit am Stück, wa? 1,5 Jahre U-Haft. 1,5 Jahre U-Haft. Ja. Dann Gott sei Dank aber mit Freispruch. Ja, natürlich. Ne? Ich kam durch. Hast du Entschädigung dann gekriegt? Aber ja, die Entschädigung sind ja immer lächerlich. Ne? Nee, ist egal, aber die Entschädigung habe ich sofort weitergespendet in Berlin für ein Krankenhaus. Ja, okay, sehr gut. Finde ich sehr gut. Okay. Als ich bewusst wurde, dass Sport die letzte Hoffnung ist, habe ich meinen Sport sehr ernst genommen. Mhm. Da habe ich meinen Status bekommen. Ja, und
je mehr Status ich bekommen habe, war meine Gier noch mehr, diesen Status zu bekommen. Und ich habe es dann geschafft, Profi zu werden. Und das war der größte Ziel. Gut, Leute, jetzt sind wir hier in Essen-Altendorf am Asil-Urfa. Und wir wollen nicht essen, sondern wir wollen euch ja die Geschichte erzählen. Und das erzählst du am besten den Leuten, weil das ist ja deine Geschichte, Brudi. Sagen wir mal, hier so mein zweites Leben. Ja. So, das ist das Restaurant, wo wir eigentlich uns vertragen sollten, wo die Eltern gekommen sind für einen Frieden. Aber leider ist der Frieden in die falsche Richtung gefahren. Und du bist hier angeschossen worden, ne? Ja, hier wurde ich angeschossen. An dem Tag, als dieser Streit passiert ist, saß ich hier mit den Älteren an diesem Tisch, um das Konflikt mit den Schützen, mit mir zu klären, für Frieden. Ja. Die älteren Leute wollten uns vertragen, dann kamen ein paar Fans, wollten mit mir ein Foto machen. Die haben mich da reingerufen, in diesen Raum, und da kam der Schütze und hat geschossen. Hier, da war der Friedenstisch, und da war der Schuss. Hier habe ich mich dann auf den Boden gelegt, die Beine auf den Stuhl hochgelegt, habe mein T-Shirt zerrissen, habe die Schusswunde zugehalten und habe gewartet, bis... Wusstest du sofort, dass er lebensgefährlich ist, weil ein Bauchschuss war so? Oder? Nein, ich habe erst gedacht, ich wurde am Bein getroffen, weil mein Bein gezittert hat. Ja. Ich habe das Bein hochgehoben, um zu gucken, wo Blut rauskam, es kam kein Blut. Ja. Dann habe ich gemerkt, mein Bauch wurde warm. Okay. Dann habe ich geguckt. Dann wusste ich, dass ich im Bauch getroffen worden bin. Ja. Und es blieb mir dann nur noch einen Fall T-Shirt zerreißen. Dann habe ich das in meine Hand getan und feste auf den Bauch zugedrückt, um zu viel Blutverlust zu halten. Ne? Ja. Dann kamen viele Leute, haben geschrien. Ich habe gesagt, geht der hier raus, ich brauche Ruhe. Ja. Mentale Kraft, das ist so meine Stärke, die ziehe ich immer dann zurück. Ja. Habe meine Ruhe bekommen, bis Krankenwagen kam. Und ja, dann ging es schnell. Wie lange hat es gedauert, bis der Krankenwagen gekommen ist? 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten. Kannst du was sagen, wie diese, vom Gefühl her, diese Minuten, dieses Warten für dich war? Du hast ja gesagt, du hast so die mentale Stärke für dich rausgenommen. Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich habe damals meine ehemalige Verlobte angerufen. Ja. Habe ihr gesagt, Schatz, pack deine Sachen, fahr zu meiner Mutter. Ja. Die hat gesagt, was ist los? Ich habe gesagt, ich habe eine kleine Verletzung. Ich fahre zu meiner Mutter. Ich habe meine Familie angerufen, benachrichtigt. Ja, habe zugehalten. Ja, und dann kamen noch zwei, drei persönliche Messages an den Schützen, den ich ihm geschrieben habe. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich habe Musik gemacht. Angemacht auf YouTube, Over the Rainbow. Kennst du das? Ja, 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 hast du wenig. Hab ich angemacht. Ja. Musik gehört. Die Schnase ein, die kommt aus. Ja. Ganz ruhig geatmet. Gewartet, bis Hilfe kam. Hast du schon was gemerkt, dass so ein bisschen das Bewusstsein ein bisschen schlechter war? Nein, durch Blutverlust war, oder so? Ich war voll dabei. Schmerzen waren nicht vorhanden. Ja. Weil wenn der Adrenalinschuss oben ist, merkst du nicht. Das ist auch wie beim Kampfsport. Oder wenn du im Ring stehst. Der Lauf bis zum Boxring, stehst du unter Adrenalin. Das heißt, du bist voll da, du bist voll beim Bewusstsein. Ja. Und wenn der Donk ist, legt sich alles ab. Und so war das auch hier. Der Adrenalinschuss war sehr hoch, du hast von Schmerzen nichts gespürt. So, bleibt nur eins, du musst cool bleiben, ruhig bleiben. Und durch Nase ein, durch Mund aus, so wie die Boxtrainer das immer sagen. Ja, wirklich, das war meine Frage. Meinst du, in der Situation hat dir dein ganzes Boxtraining mental und physisch sehr geholfen? 1000%. Ja, krass. Ja. So sieht man mal, was Boxen alles bringen kann für den Körper und für den Geist. Ne? Also generell nicht nur Boxsport, Kampfsport überhaupt bringt mentale Stärke. Und du musst dann halt immer, wenn du in den Kampf gehst, in den Ring gehst, bist du positiv eingestellt, dass du als Sieger den Ring verlässt. Ja. Und genau sowas sind solche Situationen, wo du daran glauben musst, alles wird gut. Du musst an das Gute denken, dass du stark bist, dass du alles überstehst. Mhm. Und das war dann mein Ziel an dem Tag. Ich habe gesagt, ich will stärker zurückkommen. Okay, und das hast du ja auch. Was hast du ja dann gemacht? Sag nochmal, wie lange nach dem Schuss hast du wieder im Ring gestanden? 7 Monate später. 7 Monate später, musst du dir mal überlegen. Bauchschuss
und dann 7 Monate später wieder im Ring. Das ist schon eine krasse Leistung, vor der man auf jeden Fall wirklich einen Respekt haben sollte, weil es gibt nicht viele Leute, die sowas schaffen und durchhalten. Ne? Sag immer, im Leben gibt es viele Hürden, im Leben gibt es viele Situationen oder viele Steine oder manchmal Berge für bestimmte Menschen. Daran glauben, Wille versetzt Berge. Der kommt hier nicht von ungefähr. Ich habe nach 7 Monaten mein Comeback gemacht und ein Jahr nach dem Bauchschuss, also ein Jahr genau, habe ich den WBA International Titel geholt, der mich dann in die Weltrangliste auf den Position 5 gebracht hat. Ne? Ja. Nicht schlecht. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Abschlussstatement auch von dir gewesen, was du gerade gesagt hast. Wie gesagt, ich habe mega Respekt vor deiner Geschichte, Bruder. Ja, hast du Hammer erzählt und zeigt Mahmud auch so viel Respekt. Checkt auf jeden Fall seinen YouTube-Kanal aus, ne, ist unten verlinkt, da werdet ihr die Stories nochmal alle hören. Und wir schließen damit ab, ne, wie du immer so schön sagst, von der Straße zu den Sternen. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt bei dem Video. Abonniert auch meinen Kanal, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook, auf allen Kanälen sind wir vertreten. Und wobei ich bin sein nächster Gegner, aber das geht mir noch nicht bekannt. Auf jeden Fall essen wir uns jetzt noch einen dicken Grillteller. Ich esse dem Mahmud das meiste weg, damit er seine Form hält und seine Diät einhält. Ne, zweimal am Tag am Trainieren im Moment. Auch großen Respekt dafür, Leute. Wir sehen uns bei den nächsten Dingern. Ich bin draußen. Peace.